Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, wie gesagt, zum 13. Herzball. Ins Herzzentrum, hier ist sie, Beate Kleber, Pflegedienstleitung. Ganz herzliche Gratulation zu diesem Preis. Und ja, es ist toll, so einen Preis zu bekommen, dass man die Arbeit so gewürdigt bekommt, dass man das auch sieht, dass auch so kleine Rädchen in so einem großen Laden halt auch gesehen werden und auch wichtig sind. Pia Zupke, gratuliere Ihnen zu diesem Preis. Kommen Sie zu mir, damit Sie alle sehen, im Zentrum des Geschehens. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir weiterhin mit Empathie alle untereinander in der Pflege agieren und dadurch weiterhin im Team zusammenhalten. Und egal, wer einen Preis bekommt oder nicht, es ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Ohne mein Team würde ich heute hier nicht stehen, ohne deren gute Arbeit und überhaupt ohne das Konstrukt Pflege würde ich hier heute nicht stehen. Was viele vielleicht aber nicht wissen, die Stiftung Mainzer Herz fördert die Pflege noch viel mehr als jetzt mit dem Preis der Pflege heute Abend. In den letzten Jahren sind junge Talente in der Kardiologie regelmäßig gefördert worden. Fort- und Weiterbildung, Studiengänge, Kongressbesuche und vieles mehr. Ich habe das mal grob überschlagen, war ganz erstaunt. Wir sind doch bei fast 80.000 Euro angekommen. Also das finde ich auch nochmal einen Applaus wert. Für die beste Publikationsleistung in den Jahren 2020 bis 2023 erhält Herr Privatdozent Dr. Med. Carsten Keller den Wissenschaftspreis der Stiftung Mainzer Herz. Herzlichen Glückwunsch. Und hier kommt die Urkunde. Und natürlich muss ich auch hier fragen, 25.000 Euro, das ist eine stolze Summe. Wo geht das hin? Was fangen Sie damit an? Ja, vielen Dank. Also das motiviert natürlich zu weiterer Forschung, das muss man wirklich sagen. Und ich bin Herrn Professor Münzel auch sehr dankbar, dass er halt eben das auch möglich gemacht hat, unsere Forschung, auch mit der Forschungsabteilung und halt eben auch zusätzlich halt eben mit teilweise auch Unterstützung mit Freistellung und Ähnlichem. Das war eine herausragende Sache, die für uns halt eben sehr viel weitergebracht hat. Mich und meine Kollegen, die halt eben da auch in der Abteilung natürlich auch dann halt eben das vorantreiben. Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie gehört haben, als Sie erfahren haben, Sie werden ausgezeichnet? Vermutlich wussten Sie da auch schon, dass das um die 25.000 Euro geht? Ich habe mich sehr gefreut natürlich. Für das Projekt Bewertung des kardiovaskulären Risikos und der zugrunde liegenden Mechanismen im Zusammenhang mit dem Rauchen von Wasserpfeifen unter Verwendung eines Maus-Expositionsmodells erhält Martin Kuntitsch den Wissenschaftspreis der Stiftung Mainzer Herz, 300.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Dr. Martin Kuntitsch, you want to say something? Yes. Can I just say how grateful I am to the Foundation Heart of Mainz, especially to Professor Thomas Munzel, for giving me this opportunity to pursue my research. Thank you. Der 13. Herzball ist ein ganz besonderer Ball. Wir verabschieden Professor Dr. Münzel in seinem Ruhestand an der Unimed. Er hat zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen das Kardiologiezentrum der Unimedizin Mainz aufgebaut und geprägt. Ihre Verdienste und Ihr persönliches Engagement für die Herzgesundheit, lieber Herr Professor Münzel, sind wirklich sehr groß. Und ich schätze Sie sehr für alles, was Sie geleistet haben und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihren neuen Lebensabschnitt. Wir haben 550 Professoren an dieser Universität. Und wenn die alle die Dynamik und den Erfolg hätten von dir, dann wären wir wahrscheinlich unter den Top 10 Universitäten der Welt. Ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz, der... Sag mal, den du gebracht hast ohne Betrachtung deiner eigenen Person. Also du hast gearbeitet, so wie der Kardiologe es dir nie empfohlen hätte, Tag und Nacht und Wochenends. Und du hast enorm viel bewegt. Das ist ja nur ein kleiner, wenn auch sehr eindrucksvoller Aspekt deiner Arbeit, die Stiftung und der Mainzer Herzball. Ganz herzlichen Dank. Das wollte ich mal sagen, auch im Namen der Vizepräsidentin und der Kanzlerin. Lieber Thomas, es ist mir eine außerordentliche Freude, für deine unermüdliche Hingabe zur Medizin und deine bahnbrechenden Beiträge zur Kardiologie
dich heute hier zu ehren. Deine Arbeit hat das Leben zahlreicher Patienten verbessert und das Feld der Herz-Kreislauf-Medizin maßgeblich vorangebracht. Wir sind wirklich dankbar für dein Engagement und deine Leidenschaft für die Medizin. Sie waren ganz oft schon hier, haben diesen Ball auch moderiert. Wie wichtig ist es Ihnen, hier am Abend live zu erscheinen und damit auch eine Wertschätzung abzugeben? Also hier zu erscheinen ist eine Selbstverständlichkeit. Thomas und ich, wir sind befreundet seit vielen Jahren und wir haben ja tatsächlich die gleiche Schule besucht. Das war ein unglaublich strenges katholisches Internat. Da haben wir beten gelernt und das hat uns sicher oft in der Karriere geholfen. Aber Thomas ist ja, wie man sieht, wenn man ihn anschaut, wesentlich jünger als ich. Und ich bin gerade aus der Schule geflogen, da kam er unten rein. Und ich bewundere heute Wissenschaftler und Ärzte, die alle unterwegs sind, uns zu helfen. Und das mit den Krankenpflegern kann man nicht oft genug betonen. Krankenpfleger müssen her, wo auch immer wir die hernehmen, und sie müssen eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Und ich helfe ihnen, wo ich kann, denn ich bin ein idealer Kranker. Ich bin Hypochonder. Und die meisten Krankheiten, die ich habe, bespreche ich mit Thomas am Telefon und nach einer Minute bin ich wieder gesund. Das ist ganz wunderbar. Und ich glaube, wir müssen dem Thomas auch sagen, das kann der sich nicht vorstellen, aber das Leben geht auch in einer Minute noch weiter. Ja, ja, klar. Und da kommen ganz andere Herausforderungen auf ihn zu und das Leben wird auch an der Stelle spannend bleiben. Jetzt haben wir die Familie und meine Frau hat immer gesagt, auf dem Papier bin ich verheiratet, aber sonst bin ich alleinerziehende Mutter. Also ich versuche da wieder etwas gut zu machen. Also wichtig nochmal, dass es halt Dinge gibt außerhalb des Berufs, die einem jetzt, sagen wir mal, bewusst werden. Das eine ist halt die Familie, die man die ganze Zeit vernachlässigt hat und vernachlässigen musste, weil das der Beruf einfach mit sich gebracht hat. Und auch die Möglichkeit, sich mit Kleinkindern zu beschäftigen. Ja, von der Klinik, das ist ja etwas, was dann nächste Woche beginnt, aber von der Stadt sind wir begeistert. Die ganze Zeit haben wir gehört, die Mainzer sind unglaublich herzlich, uns wird es hier gut gefallen und das ist so. Wir sind, also die Familie ist da, meine Frau, unsere zwei Kinder und wir fühlen uns sehr wohl. Ich hatte natürlich jetzt noch mal 3-4 Stunden Zeit, um das alles auf mich wirken zu lassen. Das ist natürlich schon eine sehr besondere Staffelübergabe, aber das passt zu dir. Du bist da natürlich auch sehr besonders. Nicht, dass ich es vorher nicht wusste, aber wenn man hier sitzt und das alles noch mal sieht und hört, dann kann ich mich nur verneigen vor deiner Leistung, für deinen Einsatz, für deine Patienten, wie du deine Mitarbeiter geführt hast und wie du es ihnen ermöglicht hast, Karrieren zu entwickeln. Dein soziales Engagement, meine große Hochachtung. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dir nachfolgen zu dürfen. Und ich bin froh, dass du dem Zentrum für Kardiologie noch ein bisschen erhalten bleibst. Sehr dankbar, ich glaube die anderen auch. Ich freue mich, ab und zu nochmal dich um Rat fragen zu dürfen. Und ja, ich wünsche dir einen super Start in einen neuen Lebensabschnitt. Ich glaube, dir wird nicht langweilig. Also er ist derjenige, der meinen Job zu 100% voller Erfüllung weiterführen wird. Zu voller Zufriedenheit für die Patienten. Ich weiß nicht, mal Hand hoch, wer ist Patient von mir? Ihr könnt weiter zu ihm gehen, dann macht es gut. Also, vielen Dank für euer Vertrauen. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder hier beim Herzball.